Hey Leute, ich begrüße euch zu Part 21 von Let's Play Batman The Telltale Series. Jetzt in Episode 4, Beschützer von Gotham, glaube ich, heißt die. Und ja Leute, es wird alles immer schlimmer für Bruce. Irgendwie, ihm gehen langsam die Verbündeten aus. Selina hat sich von ihm abgewandt, um ihre eigene Haut zu retten, was man ja ein Stück weit verstehen kann. Harvey hat sich komplett gegen ihn gewandt. Oswald Cobblepot Pinguin ist natürlich noch nie ein Freund gewesen von ihm. Und Vicky Vale hat sich als Oberbösewichtin herausgestellt. Was ich aber immer noch nicht richtig glauben kann, Leute. Ich bin da immer noch... Möchte es nicht wahrhaben. Ja, wen wir auf unserer Seite haben, ist natürlich unseren lieben Alfred, der Unerschütterliche. Dann hätten wir noch vielleicht den Lieutenant Gordon, wenn wir Glück haben, wenn er was für uns tun kann. Und mir fällt dann nur noch der Lucius ein. Ansonsten sind die Gegner scheinbar übermächtig. Und wir müssen jetzt hier unsere DNA-Analyse machen. Das heißt, wir haben ja die Droge von den Kindern von Arkham abbekommen. Und es wird eine Genanalyse gemacht, vorher, nachher, von Bruce Blut oder so, oder von seinen Genen. Verbrecherkartei haben wir im letzten Part schon angeguckt, aber scheinbar noch nicht ganz. Vicky. Ich habe Selina dazu überredet, für eine Weile bei mir zu bleiben, aber Harveys jüngster Anfall von Wahnsinn scheint sie endgültig aus der Stadt vertrieben zu haben. Sie glaubt, dass Harvey die Beherrschung verloren hat, weil er uns zusammen in ihrer Wohnung gefunden hat. Aber ich bin der Meinung, dass das Ganze etwas komplizierter ist. Wie auch immer, sie hat sich zu einem unbekannten Ort aufgemacht und ich bin mir nicht sicher, ob ich sie jemals wiedersehen werde. Meine Gefühle darüber, dass sie die Stadt verlassen hat, sind komplizierter, als ich es hätte ahnen können. Oh ja, dann fällt mir gerade noch ein... Ja, denn Joe, der Joker, ist auch noch auf der Bildfläche aufgetaucht, alias John Doe. Allerdings muss man sagen, ob der noch eine größere Rolle spielt, weiß ich nicht. Die Frage ist natürlich auch, wer jetzt von den altbekannten Batman-Größen hier noch fehlt. Der Riddler wird mir jetzt noch einfallen, aber den werden sie wahrscheinlich nicht einbauen hier. Codex. So, Gotham City. Bürgermeister Dents Krieg gegen die Kinder von Arkham hat Gotham zu einem noch gefährlicheren Ort gemacht als zuvor. Seine Strafverfolgungseinheiten werden nicht für Sicherheit in Gotham sorgen. Sie werden aus der Stadt einen Überwachungsstaat machen. Okay, Arkham Asylum. Als ich den Scheck für ein neues Krankenhaus ausstellte, wusste ich, dass Gotham eine bessere psychiatrische Klinik benötigt. Aber erst als ich selbst Patient in Arkham war, konnte ich mit eigenen Augen sehen, wie schlimm die Situation wirklich ist. Wobei die eine Frau Doktor da sehr bemüht war, muss man sagen. Dort ist ein Typ mit einer mörderischen Strumpfpuppe und ein Mann namens Zaz, der mit Narben übersät ist, von der jede für eines seiner Opfer steht. Dann gibt es da noch John Doe. Ich weiß nicht, wer sie sind oder was sie getan haben, um dort zu landen, aber wir müssen sicherstellen, dass sie auf keinen Fall dort herauskommen. Oder zumindest, wenn sie herauskommen, in eine bessere Einrichtung gelangen. Wayne Enterprises. Früher bin ich mit Stolz durch die Eingangstüren des Turmes von Wayne Enterprises geschritten. Das kann ich jetzt nicht mehr. Nicht seitdem ich aus dem Amt des Geschäftsführers gedrängt und durch Oswald Cobblepot ersetzt wurde, der meine Familienunternehmen bis zur Unerkenntlichkeit zu verändern scheint, während ich das hier schreibe. Was sein endgültiges Ziel ist? Ich weiß es nicht, aber ich muss dem ein Ende bereiten, für alles, wofür meine Eltern gearbeitet haben, die guten Dinge, für die sie gearbeitet haben, unwiederbringlich zerstört wird. Okay, aber jetzt glaube ich, habe ich alles. Okay. Ja, Leute, mich das nochmal reingehen. Noch mal was Neues aufgetaucht? Nee, ist nicht. Okay. Dann gehen wir jetzt mal hier. Oh, Medienberichte, werde ich wahrscheinlich auch wieder viel lesen dürfen. Bürgermeister Dents privater Sicherheitsdienst sorgt für Bedenken. Von Thomas Blackcrow. Harvey Dent, der neu gewählte Bürgermeister von Gotham, ist gerade erst ins Rathaus eingezogen. Aber es ist schon jetzt erkennbar, dass sich diese Regierung sehr von der letzten unterscheiden wird. Man muss sich nur mal den kürzlich vom Bürgermeister ernannten privaten Sicherheitsdienst ansehen, der Kontrollpunkte in der ganzen Stadt besetzt hat. Ja,
Übrigens nach dem Bürgermeister Hill hätte man auch nicht gedacht, dass es noch schlimmer kommen könnte. Obwohl ein Sprecher des Bürgermeisters sagte, die Kontrollpunkte wären im Sinne der öffentlichen Sicherheit errichtet worden, wurde keine Angaben dazu gemacht, woher genau die neu eingestellten Polizisten kommen. Eine Sache ist allerdings klar bestimmt, und das ist die Befehlskette. Diese neuen Polizisten unterstehen direkt dem Bürgermeister Dent. Bürgermeister Dent war als Kandidat für Recht und Ordnung bekannt und mit diesen neuen Kontrollpunkten kann Gotham sein Versprechen als erfüllt betrachten, wohl oder übel. Wayne raus aus Arkham in weniger als 48 Stunden von Joey Day. Gothams berühmtester Milliardärsinsasse hatte kaum Zeit, seine Pritsche in Arkham Asylum anzuwärmen, bevor er als freier Mann wieder aus dem Haupteingang herausmarschierte. Bruce Wayne wurde vor 2 Tagen festgenommen, nachdem er den neuen Geschäftsführer von Wayne Enterprises, Oswald Cobblepot, auf einer Pressekonferenz auf den Stufen des Wayne Buildings angegriffen hatte. Die Pressekonferenz wurde nach einer Notfallabstimmung des Vorstands von Wayne Enterprises über die Absetzung von Wayne als Geschäftsführer aufgrund von beunruhigenden Enthüllungen über die Familie Wayne einberufen. Viele dachten, sein unberechenbares Verhalten würde zu einem längeren Aufenthalt in Gothams berüchtigter psychiatrischer Klinik führen, aber nicht mehr 48 Stunden nach seiner Einweisung wurde Wayne auf Geheiß des GCPD wieder entlassen. Zuständige Beamte kommentieren die Angelegenheit nicht. Oha! Dürfen wir uns da bei Gordon und bei Montoya bedanken? Bürgermeister nimmt Lob für Rückgang von Verbrechen der Kinder von Arkham entgegen. Von Mario Ito. Während einer kürzlich veröffentlichten Studie des GCPD einen allgemeinen Anstieg gewalttätiger Verbrechen in ganz Gotham zeigt, sind die Vorfälle gesunken, bei denen die sogenannten Kinder von Arkham beteiligt waren, seit die vom Bürgermeister Dent eingesetzten Spezialeinheiten zur Strafverfolgung sich in den Straßen verteilt haben. In einer feurigen Rede vor den Stufen des Rathauses nahm Bürgermeister Harvey Dent das Lob für den Rückgang der Aktivität der Kinder von Arkham entgegen und betonte, Gothams Straßen seien ohne seine persönliche Führung verloren. Bürgermeister Dent steht jedoch auch nicht über aller Kritik. Bürgerrechtsaktivisten geben eine Erklärung ab, in der sie Bürgermeister Dents neue Vorgehensweise als militaristisch und an der Grenze zu Faschismus bezeichnen. In der Erklärung wird Bürgermeister Dent des Weiteren für den allgemeinen Anstieg der Verbrechen beschuldigt, mit dem Argument, die Strafverfolgungseinheiten des Bürgermeisters haben zum wachsenden Chaos und der Furcht in Gotham beigetragen. Mag was stimmen. Für Mystic Gazette-Reporterin vermutlich Gefangene der Kinder von Arkham. Von Art Seadows. Gothams Polizei glaubt nun, dass die vermisste Gotham Gazette-Reporterin Vicky Vale vermutlich von dem selbsternannten Anführer der Kinder von Arkham entführt wurde. In einer Videobotschaft, die Ende letzter Nacht im Internet veröffentlicht wurde, behauptete der mysteriöse Anführer, Vale entführt zu haben und bekannte sich außerdem zu einer Anzahl weiterer Verbrechen, unter anderem Diebstähle und gezielte Gewalt in der ganzen Stadt. Es wurde kein Motiv für die Entführung genannt. Es wird allerdings angenommen, dass einige oder auch alle von Vales Veröffentlichungen die Entführung provoziert haben. Das GCPD hat das Personal aller Nachrichtenkanäle von Gotham aufgefordert, vorsichtig zu sein und zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen in Betracht zu ziehen. Leute, was mir noch einfällt, ist wegen Vicky und dem Anführer der Kinder von Arkham, wenn die wirklich gleich sind, dann haben sie es aber gut gemacht bei dieser Geschichte, bei dem Bürgermeister-Duell, denn da wäre Vicky ja als Person anwesend und der oder die Anführerin von den Kindern von Arkham hat ja da eine Fernsehbotschaft gehalten. War das nur eine Aufzeichnung? Weiß nicht. GCPD-Beamtin nach Falcone-Mord wieder im Dienst von Kate Clark. Renee Montoya, die GCPD-Beamte, die angeblich Mafia-Boss Carmine Falcone erschoss, erschien diese Woche wieder zum Dienst, nachdem das GCPD-Büro für innere Angelegenheiten die Ermittlungen gegen sie einstellte. Die Abteilung befand, dass Sergeant Montoya nicht für ihre Taten verantwortlich war, nachdem sich herausstellte, dass ihr gegen ihren Willen eine stark bewusstseinsverändernde Substanz verabreicht worden war. Ihr Angreifer muss noch identifiziert werden, obwohl die Polizei annimmt, dass die Kinder von Arkham daran beteiligt sind. Der Skandal um den Mord an Falcone ist weiterhin Gegenstand des Interesses und der Spekulationen, auch vor dem Hintergrund von Berichten, dass Milliardär Bruce Wayne angeboten hat, zu Montoyas Verteidigung auszusagen. Es ist unbekannt, in welcher Beziehung, wenn überhaupt, Wayne und Sergeant Montoya zueinander stehen.
Das GCPD ermittelt weiterhin zu einem Schusswechsel, an dem Montoya während ihrer Beurlaubung aufgrund des Falconi-Mordes beteiligt war. Das GCPD verweigerte eine Aussage in Bezug auf Montoyas Beteiligung. Allerdings teilte das Büro des Staatsanwalts Gazette-Reportern mit, dass Sergeant Montoya keiner Straftat beschuldigt wird. Okay, Leute, das war's. Vorzulesen. Ah, jetzt ist auch hier. Na, ist schon noch da. Gut. Dann haben wir hier Wirkstoffmolekül, saubere DNA und den Bat-Computer. Dann machen wir doch mal hier das Wirkstoffmolekül. This is the refined sample of the drug taken from Officer Montoya after she killed Falcone. Ah, okay, das ist von Montoya und das ist saubere DNA. Here's my DNA before the incident. Ah, und jetzt versucht man das irgendwie. Seems that the drug attaches itself to specific proteins in the genome structure. If we can modify the drug's molecular structure, we should be able to create a counteragent. Once you've figured this out, we'll have a working antidote. We can cure others affected by the drug. No. I wish that were possible. This cure is based on my DNA. It'll only work for me. To cure other people, we'd have to sample and decode the genome structure for each and every person to make them an antidote. We don't have the time or resources for that. That's why we were lucky to have mine on file already. Oh Mann, das ist wirklich auch ein schnelles Gegenmittel, okay. Ah, ich kann hier mit der Maus auf einen. Nee. Ah, rauf runter, okay. Und dann drehen. Und jetzt muss ich die Figuren irgendwie so. Oh. So hinzirkeln, dass sie passen. Ah, Glück gehabt. That should do it. Okay, ich habe jetzt leider nicht mehr auf den Bat-Computer gucken können. Gegenmittel packen. Packen. This needs to be injected directly into the vein to work. I don't imagine it'll be much fun. Benutze das Gegenmittel, linken Stick drücken, um das Gegenmittel zu spritzen. Und, Leute, ich kann auch keine Spritzen sehen oder mag es auch nicht. Drück. Hopefully that does the trick. It'll work, Alfred. I feel better already. So, what are we going to do now? First things first, I need to know what Vicky, Lady Arkham, has been up to while I've been away. Search for all children of Arkham recent activity. The press is reporting that Vicky Vale is missing. Yes, and obviously the police have yet to find a body. That woman, trying to get the scoop on you, pretending to care. She betrayed you. I wish things had been different. Maybe I could have gotten through to her. You always try your best, Bruce. She had her own agenda from the start. She was playing me the entire time, breaking me down. She wanted me in Arkham. She wanted me to feel what my father had done to all those people. Bruce. There were bigger plans than me, Alfred. Batman stopped her at the Skyrail station. And I can't believe that she isn't finding another way to use the drugs. Well, if that's true, she may be more dangerous than ever. I know, I know. I, met someone in Arkham who gave me a tip on how to find her. A tip? Do you really think you can trust someone in Arkham Asylum? Offense intended toward your recent time there, of course. He knew that Vicky Vale was Lady Arkham. No one else has that information. I suppose that's not something we can ignore, trustworthy or not. He told me that if I want to know what she's planning, then I should visit her parents' house.
If the Vale still live in Gotham, they should be easy enough to locate. Got it. Bruce! Yeah? If you do find Miss Vale, please, be careful. I'm inside the Vale House. Geh weiter in das Haus hinein, um dir einen besseren Überblick zu verschaffen. Leute? No. Oh Mann, wer ist das? Alfred? The Vales are dead. One body confirmed, but there is a lot of blood. Alert Gordon. Will do. I don't know how this is connected to the drugs yet. Whatever they knew about it, Vicky made sure they kept quiet. Oh, wie furchtbar. Mrs. Vales Leiche. Inspiziere die Beweise am Tatort. Das kann doch nicht sein, oder die kann doch nicht so grausam sein, ihre eigenen Eltern zu töten. Couch. Syringe. Seems she hasn't given up her old tricks. Is this the same drug? Yes, but this is several times stronger than the dosage I received. Maybe she's escalating. This seems personal. Oh Mann. Miss Vales Leiche. Furchtbar, Leute. No. Her eyes are gone. Stabbed out. That's disturbing. Furchtbar. Hals. There's an injection wound on her neck. Same kind Montoya and I both received, but this one's much worse. Oh man, Leute. Was ist das? Haar. I found a lock of hair. Anything unique about it? It was cut at a downward angle. Probably with some force based on how clean the slice is. Oh Mann, Leute. Monster. Der Wandschrank, ist das meine Tür? No. Alfred found Mr. Vale. Alive? No. He's gone. 10 hours at least, judging by the state of his soft tissues. Firmenlogo. Looks like a company logo. Gürtel. The belt buckle is covered in blood. Before he was hung with the belt, Mr. Vale was beaten with it. Übel. Messer. It's clean. This wasn't used as a murder weapon. Then why was it lying on the floor? Gute Frage. Es hat sich versucht, jemand damit zu wehren. Hier Blutspritzer. Large amounts of blood spatter across the walls. It's not steady like arterial spray. Someone was swinging wildly. Wait. There's a slight indentation where something bloody struck the wall with force. Something thrown. Nothing I can see. Okay. Ich denke mal, Leute, ich habe jetzt hier alle Sachen gefunden. Und ich würde natürlich meinen, dass wir das hier alles verbinden werden im nächsten Part von Let's Play Batman, The Telltale Series. Leute, das ist ja wirklich alles grausam. Ist hier noch irgendwas? Ah, hier ist noch was, schaut mal. Schreibtischschublade öffnen. Ah, Unterlagen, schaut mal. It's a letter from Gotham Social Services about a monthly stipend for foster parents. Vicky's
bit old for that, isn't she? It's not for Vicky. They have a boy. Oh Mann. Altes Foto. This must be Vicky shortly after she was adopted. Okay, Leute, jetzt haben wir aber, glaube ich, wirklich alles gesehen. Gut, Leute, dann versuchen wir das Ganze mal zu verknüpfen im nächsten Part. One Let's Play Batman, The Telltale Series. Leute, es wird alles immer noch schlimmer. Irrsinn. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.